Kehrt Assassin's Creed zu alter Größe zurück? Diese Frage stellen wir uns, denn Darby McDavid ist zurück zu Ubisoft. Was das dafür bedeuten könnte und was nicht, das in diesem Video, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnati, auf dem Kanal dreht sich alles rund um Open World RPGs, wie zum Beispiel Assassin's Creed, bleibt also mega gern mit dem Abo mit dabei. Vor nicht allzu langer Zeit, im März, vor 7 Monaten, hat Darby McDavid Ubisoft verlassen. Wir dachten damals alle, okay, nach dem Flop von Assassin's Creed Valhalla, na, er hat dort angefangen als Scriptwriter und war dann später Narrative Director von Assassin's Creed Valhalla, hat also quasi wirklich die Geschichte dirigiert. Er hat gesagt, wo geht's lang in Assassin's Creed Valhalla, wie geht das Ganze ab? Das war ein kleiner Flop. Er hat ein paar nette Sachen reingebracht, muss man so sagen, an jeder Stelle auf jeden Fall. Aber es war dann doch ein gestrecktes Werk und das hat auch einen Darby nicht fixen können. Ja, Darby McDavid hat mitgearbeitet an Assassin's Creed seit von der Pike auf quasi, war damals schon wegweisend dafür. Da waren ziemlich viele traurig auf jeden Fall, auch gerade Hardcore-Fans, die noch an den alten Spielen hängen. Ja, das war eine kleine Katastrophe und viele haben es aber verstanden, weil man sagte, hey, okay, es ist jetzt vielleicht so weit, dass Assassin's Creed nicht mehr das ist, was es mal war. Und vielleicht hat er auch nicht mehr so mitarbeiten können, wie er dort mitarbeiten wollte. Und er ist zu einem kleinen Indie-Studio gegangen und hat dort jetzt für 7 Monate gearbeitet. Aber dann kam die große Bombe. Denn Darby McDavid ist seit dem 12.11. scheinbar oder so zurück bei Ubisoft. Ja, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, vielleicht auch schon seit dem 1.11. Auf jeden Fall hat er angekündigt, er kommt zurück. Mit Rucksack voller neuer Ideen auf jeden Fall. Er war unterwegs in einem Indie-Studio, ne? Das war mal was ganz anderes, ne? In einem kleineren Studio, in einer kleineren Umgebung dort zu arbeiten. Er sagte, yo, ich habe Neues erkundet und ja, hatte neue Ideen und jetzt kehre ich zurück zu Ubisoft, um an Assassin's Creed zu arbeiten und er ist sehr aufgeregt, seine Reise da fortzusetzen. Stay tuned. Und er sagt hier nochmal persönlich, er war noch nie mehr gespannt darauf, wie es weitergeht und welche Geschichten erzählt werden mit dieser Crew. Also man kann davon ausgehen, dass entweder A, Darby McDavid beim Indie-Publisher sich nicht austoben konnte, wie er es wollte, weil das Spiel vielleicht zu klein war oder I don't know, kann man nur mutmaßen, B, Ubisoft ihm eine Tonne Geld angeboten hat oder C, Assassin's Creed dann jetzt doch wieder in eine Richtung geht, wo er sagt, hey, das ist spannend, da arbeite ich gerne mit. Und das könnte natürlich für die Hardcore-Assassin's Creed-Fans der alten Schule was Interessantes werden, denn wenn man mal überlegt, Darby McDavid, der war schon immer da und der hat auch wirklich damals Dinge geschrieben, war daran beteiligt, war wegweisend an vielen Stellen Dinge und Personen und Charaktere in Assassin's Creed, die wir geliebt haben. Dann schauen wir mal kurz in die Vita. Narrative Director war in Assassin's Creed Valhalla, Lead Writer, auch schon eine krasse Position in Black Flag. Revelations. Ich erinnere euch an das Ende. Holy shit, Assassin's Creed 2, Discovery, ja, okay. Assassin's Creed Bloodlines, ja, okay. Herr der Ringe, drittes Zeitalter, daran erinnere ich mich noch als Kindheitsgame und so weiter. War hier auf jeden Fall bei Warner Brothers am Start, bei EA. Wobei Warner Brothers, ich glaube, damals hatte EA noch die Herr der Ringe Lizenz, genau. Ja, und aber vor allem natürlich Black Flag Revelations. Das ist, glaube ich, super relevant für uns, wo er allem dran mitgearbeitet hat. Und man kann nur sagen, an der Stelle könnte das ja eine Art Zeichen eines Comebacks sein für den Style eines älteren Assassin's Creeds. Denn Darby McDavid, der wird da wahrscheinlich dann auch Bock drauf haben, zumindest was die Story angeht, vielleicht auch mal wieder ein bisschen was weiter zu erzählen, was wirkliche Assassinen angeht. Denn ich hatte ja ein Interview auch mit ihm, er hat da auch gesagt, ja, beziehungsweise hat er gesagt, er hat es so ein bisschen durchblitzen lassen, dass es auch seine Entscheidung war, die Assassinen nach Köln zu schicken. Da ist er leider nicht näher drauf eingegangen, warum Köln und so weiter. Ich glaube, da bin ich sogar so ein bisschen auf was gestoßen, wo er nicht weiter drüber reden, wo er eigentlich drüber reden wollte, aber nicht sollte oder durfte oder konnte. Und da war wirklich noch viel zu holen. Dann gab es ja auch den Leak zu Assassin's Creed in Deutschland und Frankreich. Das war ja dann halt doch nur Frankreich, aber der Rhein ist doch vorhanden. Also so ein bisschen Richtung Köln geht es dann doch schon in den letzten Valhalla-Zügen auch. Und wer weiß, was da alles noch passieren könnte oder wird. Und man muss sagen, Darby McDavid, da lege ich schon große Hoffnungen rein, dass
nach dem Valhalla-Fiasko Ubisoft einfach genug Learnings hat, denn ja, er war Narrative Director, aber das heißt nicht, dass er alles bestimmt, ja, denn die Länge des Spiels, die wird von jemand anderem vorgegeben, wahrscheinlich sogar vom Vice President oder von Yves Guillemot persönlich, ne? Möglichst lang bitte. Wie das Gameplay aufgebaut ist, da hat er auch nichts mitzureden, sondern er erzählt die Geschichten, ne? Von dem Typ mit der Axt im Kopf, er erzählt die Quests und da sind mir vor allem der Anfang und das Ende natürlich im Gedächtnis geblieben. Anfang teils bisschen schwach, bisschen zu kurz erzählt meiner Meinung nach, aber man kam halt direkt rein in die Handlung. Das Ende fand ich super spannend, bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze eigentlich noch mit Basim weitergeht. Also, man kann sagen, der Abi McDavid, der könnte ein Hoffnungsschimmer für Ubisoft sein. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Das wäre sehr, sehr cool. Und vielleicht haben wir bald schon wieder ein Assassin's Creed der alten Schule. Ich glaube, dass es so ein bisschen Traumdenken von vielen von euch ist. Ich persönlich liebe ja die neue Schule, aber ich spreche natürlich auch gerne mal für die Leute, die sich das alte zurückwünschen. Da mache ich mich nicht von frei, denn ich weiß, diese Meinung gibt es und es ist eine sehr laute Meinung, die auch gehört werden darf. Und wer möchte, der kann hier nochmal reinschauen bei Eneba. Derzeit haben die Black Friday Sales hier am Start, alles ziemlich günstig. Da gibt es teils bis zu 95% Rabatt auf gewisse Titel. Also schaut hier gerne mal vorbei. Dark Souls für einen 10er, Witcher 3 für einen 10er, Assassin's Creed Valhalla für 25 Euro, 30 Euro für PC, Assassin's Creed Odyssey für 11 Euro, Holy Shit, Unity für einen 5er. Also da gibt es wirklich einiges. Deluxe Edition von Origins für 16 Euro. Gerne mal vorbeischauen und dann mit dem Code FRAGNAR nochmal 3% sparen beim Checkout. Gibt dort auch PSN-Guthaben, zum Beispiel 100 Euro Guthaben für 90 Euro, alles mit drin. Hier den Code FRAGNAR eingeben und alles unter dem Video natürlich verlinkt. Eneba heißt mein Partner schon seit September 2019. Holy shit, das ist eine lange Zeit. Und ja, würde mich supporten, wenn ihr da reinschneit und das wäre eine coole Aktion von euch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise mit Assassin's Creed noch hingeht und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video rund um Assassin's Creed. Das wäre eine legendäre Sache und ich kann nur nochmal abschließend sagen, Darby McDavid war sympathisch. Schaut euch gerne nochmal mein Interview mit ihm an. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ja, wir haben damals schon gut was rausgefunden. Es war noch vor dem Launch von Assassin's Creed Valhalla und ich durfte halt eben vorab mit ihm sprechen über meine Erfahrungen im Spiel. Ich war noch nicht allzu weit leider, deswegen hat er da auch nicht allzu viel vorweggenommen und natürlich auch für euch nicht. Tja, Assassin's Creed Infinity. Wer weiß, was er an Hoffnungen da reinlegt, wenn er jetzt zurückkommt. Oder ob er sich einfach sagt, ist ein gut bezahlter Job, warum nicht? Muss auch meine Rechnung bezahlen. Who knows, was da wirklich dahinter steckt, da kann man nur mutmaßen und ich will ihm auch nichts unterstellen. In diesem Sinne, ihr Süßen, bedanke ich mich fürs Einschalten, wünsche euch noch den besten Tag aller Zeiten und wir sagen, bis später, euer Peter und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren, ja. Das wäre legendär, danke fürs Einschalten und ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist FRAGNAR und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist FRAGNAR, bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.